die Bauchspeicheldrüse ist dann ein sehr, sehr spezialisiertes Organ, was, wie gesagt, vielfältige Aufgaben übernimmt in diesen zwei Klassen, einmal ins Blut hinein und einmal in den Darm hinein. Die Bauchspeicheldrüse kann sich als allererstes mal entzünden. Sie kann aber auch natürlich Tumore bilden. Es gibt eine ganze Reihe von gutartigen und bösartigen Tumoren der Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse kann in ihrem Gangsystem Steine bilden. Es kann zu Engstellen kommen. Das sind eigentlich so die wesentlichen Krankheiten, die eine Bauchspeicheldrüse betreffen kann. Die Symptome einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung sind sehr unterschiedlich. Eine Entzündung tut meistens sehr schnell, sehr stark weh. Der Patient spürt einen gürtelförmigen Schmerz im Oberbauch. Leider ist es so, dass insbesondere bösartige Tumoren lange Zeit überhaupt keine Beschwerden machen und dann vielleicht allenfalls ein leises Stechen, auch manchmal im Rücken in Richtung Wirbelsäule. Aber man hat da keinen zuverlässigen Indikator, wann ist es die Bauchspeicheldrüse und was fehlt ihr. Eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung diagnostizieren wir bei einem Patienten zunächst mal mittels Ultraschall von außen und Laboruntersuchungen. Wenn wir weitere Fragen haben, steht uns die Computertomographie zur Verfügung oder als sehr spezielles, aber auch sehr genaues Verfahren die sogenannte Endosonographie. Das ist ein Verfahren, was wir auch sehr häufig bei uns in der Abteilung machen, indem Sie das Endoskop, die endoskopische Untersuchung kombinieren mit einer winzigen, aber sehr hochauflösenden Ultraschallsonde und somit das, was man von außen als Ultraschall machen kann, mit sehr hoher Auflösung und sehr hoher Genauigkeit direkt am Organ vom Dünndarm aus machen können. Die Therapie von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen ist ähnlich vielfältig wie die Arten der Bauchspeicheldrüsenerkrankungen. Was wir immer wieder im Krankenhaus sehen, sind Entzündungen. Da muss man leider sagen, wenn sie nicht durch einen Stein im Gang verursacht sind, den wir natürlich endoskopisch entfernen können, dann kann man häufig nur unterstützende Therapie geben, indem man dem Patienten viel Flüssigkeit gibt, indem man dem Patienten Schmerzmittel gibt, vielleicht auch eine antibiotische Therapie. Das muss man im Einzelfall sehen. Aber die Entzündung ist häufig schwer zu therapieren und hauptsächlich zu begleiten. Die Bauchspeicheldrüse ist insbesondere empfindlich gegenüber Alkohol. Das kann zum einen der chronische, übermäßige Alkoholkonsum sein, das kann aber auch mal ein Alkoholexzess sein, weil vielleicht das Abi gefeiert wird oder so. Auch da haben wir manchmal junge Patienten, die dann mit einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse auf unserer Intensivstation landen. Die Bauchspeicheldrüse nimmt nicht nur den Alkohol übel, sondern kann zum Beispiel auch mal gereizt reagieren auf sehr fettreiche Speisen. Was man auch grundsätzlich sagen muss, ist, dass Rauchen nicht gut ist für die Bauchspeicheldrüse. All das kann zu Beschwerden führen und kann letztlich auch zu Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse führen. Rauchen und Alkohol stellen für den Patienten, der unter einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse leidet, auch eben nicht nur Risikofaktoren dar, sondern geben auch meistens die Handlungsempfehlung, das zumindest für eine gewisse Zeit lang bleiben zu lassen. Die Komplikationen einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung können sein, dass sie zum Beispiel Steine bildet, die dann wiederum den Abfluss der Verdauungsenzyme in den Dünndarm
blockieren. Es kann zu Zystenbildung kommen. Diese Zysten können Kindskopf groß werden, sodass man sie therapieren und entleeren muss. Wenn man das nicht richtig macht, dann füllt sich diese Zyste, also ein flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, immer wieder neu. Das ist so die Hauptkomplikation, die wir sehen nach Entzündungen, schweren Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Es kann zu Verengungen im Gang kommen, narbigen Umwandlungen, aber auch zum Einbau von Kalk in die Struktur der Bauchspeicheldrüse, die dann letztlich die Funktion beeinträchtigen. Die Vorbeugung einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung liegt insbesondere darin, dass man sagt, Rauchen ist schlecht für die Bauchspeicheldrüse. Das heißt, wenn Sie nicht rauchen, haben Sie schon mal einen gewissen Vorteil. Und der regelmäßige, übermäßige Konsum von Alkohol ist ebenfalls schädlich für die Bauchspeicheldrüse und sollte vermieden werden. Verhaltensweisen, die eine Bauchspeicheldrüsenentzündung begünstigen, sind insbesondere der übermäßige Genuss von Alkohol, auch der regelmäßig übermäßige Genuss von Alkohol und inhalatives Rauchen. Der Genesungsprozess nach einem therapeutisch-endoskopischen Eingriff oder nach einer OP an der Bauchspeicheldrüse kann unter Umständen auch etwas kürzer sein, wenn man nämlich das Problem zum Beispiel in Form eines Steins im Gang behoben hat, dann erholt sich häufig das Organ schneller und man muss dem Patienten nicht eine Genesungsphase von mehreren Monaten prophezeien. Die Nachsorge nach Bauchspeicheldrüsenerkrankungen richtet sich nach dem, was die Patienten hatten. In der Regel machen wir im Rahmen von Monaten oder mehrmonatigen Abständen entweder nochmal endoskopische oder endosonografische, also Ultraschall von innen, Untersuchungen oder wir machen im Verlauf nochmal eine Computertomographie. Das hängt sehr vom Krankheitsbild ab, mit dem der Patient zu uns gekommen ist.